dir mal sagen, wie Eggman Janssen einfach Sonic besiegen könnte? Mhm. Wenn er aus allen riesigen Ringen den roten Stern entfernt, weil dann würde Sonic niemals ein Level beenden können. Der würde für ewig gefangen sein. Hör die Musik mit dem Grammophon und Audiosystem an. Nein. Ein Band mit Illustrationen und ähnlichem. Nein. Ob doch Pornscript? Sonic. Versprich mir, dass du das niemals googelst. Ich habe es getan und ich bin traumatisiert. Ich habe nicht vor, Sonic Porn zu googeln. Ich dachte bloß, dass vielleicht hier. Ich hätte verteidigen können, fällt mir gerade ein. Der hatte ja da so einen Verteidigungsbutton. Mach mal Kampf, einfach nur Kampf, 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 Kampf. Ich hatte auch vor, überall bloß Kampf. Donkey Kick. Donkey Kick. Und der hat eine Esel Kick. Ex-Crabber. Flying Double Punch. Okay, man kriegt eine ganze Menge Kombos. Vielleicht ist der Werwolf doch cooler als der normale Sonic. Eine neue Fähigkeit gelernt. Aerial Claw Slash and Spin. Oh, er kann sich auch spinnen. Eins, zwei. Double Axel Combo. Gut, jetzt machen wir ein bisschen Stärke. Der dauert die Bossfights auch nicht mehr so lange. Also, du meinst, dass Kampf einfach mal nur Kombos gibt und keinen Schaden macht, oder wie? So, das reicht leider nicht komplett aus. Oh, aber ja, passt schon. Wir können ja auch verlassen drücken und etwas nächste Level nehmen und wieder Sonic spielen und nicht. Ja, Bimbo vor allem, man levelt Bimbo-Werwolf und dann spielen wir wieder Sonic. Das ist bestimmt das Geilste. Aber erstmal gucken. Jetzt kommt ja wieder Story. Hi, Tails! Sonic? Oh, ist ja schwul. Ja, es müsste der Mond von Majora's Mask da sein. Das ist ja gut, der hat wenigstens so schönes Rape-Face. Sonic, is that really you? Ich glaube, dass. Aber kommst du mir nur so vor, dass es gerade einfach nicht heller geworden, obwohl auf einmal der Mond da ist? Ja, überhaupt nicht. Bei mir wird nie langweilig. Warum frisst das Vieh die ganze Zeit? Ach. Und Tails mit leerem, starrendem Blick. Wie kommt der nur darauf? Also, ich würde sagen, das ist ziemlich weit hergeholt. Vor allem, der Planet ist gespalten. Tails rennt durch die grüne Wiese. Ist das eigentlich so ein richtiger SS-Überwachungsstaat, was die da auf dem Planeten bei Sonic haben? Weil ich meine, alles ist voller Roboter, Dr. Eggman ist eigentlich ziemlich powerful und in jeder einzelnen Gegend, egal was es ist, rennen die ganze Zeit Killer-Roboter rum. Nein, die hassen bloß Igel, die Roboter. Oder andere kleine Tiere, die reden können, aber nicht Menschen. Menschen. Warum hat Tails ein Flugzeug? Warum braucht Tails ein Flugzeug? Frag mich doch nicht. Ja gut, das ist vielleicht... Er kann ja wohl nicht um die ganze Welt fliegen, das ist schon okay. Das Argument ist vielleicht, dass Menschen ja auch Autos bauen, obwohl sie ja laufen können. Nein, das Witzigste daran ist, warum hat er so ein komisches Flugzeug, wenn doch Dr. Eggman schon Raumstationen hat und das nicht wenig. Eggman also hat eine verdammte Raumflotte, der hat tausend Raumschiffe gebaut. Und der hat den roten Baron. Und da steht eine verdammte Windmühle mit Leinenwindrädern. Also manches ist ein bisschen weird. Ja, ja. Aber hey, das ist mit einem Werwolf, mit Gummi an. Es ist ein Sonic-Spiel. Was ist das jetzt? Ein Flugzeuglevel. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Miles Electric. Was sollen sie für ein Gerät darstellen? Ist das irgendwas? Die ganze Zeit. Du kannst es ausmachen, weil am Powerknopf ist ein bisschen aus wie so. Und du hast zwei Steuerkreuze. So ein Sonic, so zu fliegen, gar nicht übel, bla bla. Warum haben die jetzt eigentlich keine Soundausgabe? Oder reden die? Die reden nicht. Okay, offensichtlich ist das die erste Cutscene, in der es keine Sprachausgabe gibt. Ist das keine Cutscene? Irgendwie schon. Ein bisschen. Ist doch schon ein Spiel. Das ist keine Cutscene? Sonic Tornado Kampfmodus, nein. Das ist Level. Ach, das ist sein GPS? So viel zu seinem Raumschiff. Warum ist er nicht einfach die ganze Zeit schon so geflogen? Vor allem ist es auch viel schneller jetzt. Sieht auch viel, viel geiler aus. Ich meine... Warum sich beeilen, wenn der Planet in zwei Hälften ist? Man kann auch einfach ganz gemütlich. Naja, wenn der Planet in zwei Hälften ist, heißt das noch lange nicht, dass er weiter auseinanderfällt. Wenn du zu oft losfeuerst, drücke abwechseln, um deine Kraft neu aufzubauen, bla bla. Ja, ja. Oh Mann, L1 hämmern, um Kraft aufzuladen. Wie schießt man überhaupt? Was machst du denn? Ich drücke. Oh, echt jetzt? Wirklich? Was? Ist das alles? Was? Das kann ich mit einer Hand. Oh. Das ist ein sehr schwieriges Level. Es macht auch Wunder. Ein ganzes Level, das nichts anderes ist als ein Quicktime-Event. Also, ich muss auch schon sagen, das ist. Ein ganzes Level. Das macht richtig Spaß. Also. Das Schlechteste an Spielen sind Quicktime-Events. Und was ist dieses ganze Level? Quicktime-Events, oder was? Hast du das jetzt schon? Jetzt fliegst du. Warum hab ich Schilde?
Na, das ist. Habe ich jetzt, da kann ich jetzt fliegen? Nein. Du verlierst wahrscheinlich Leben. Weißt du, es würde so viel Spaß machen zu fliegen, aber du darfst nicht. Ich habe schon die falsche Taste gerückt, weil es so dämlich ist. Warum verhindern wir, dass du fliegst? Mit Fliegen wäre das sogar wirklich witzig. Ich dachte jetzt schon, warum kommt jetzt ein cooles Level? Aber nein, es ist ein einziges Quicktime-Event. Es könnte ein Zug sein, den du fährst. Du könntest in einem Raum stehen und es würden Pappschilder aufploppen mit Bezeichnung drauf. Quicktime-Event, übrigens, du brauchst nicht mal ein Moment, Spiel. Moment, wir müssen es optimistisch sehen. Ja. Pio, Pio, Pio! Mein Argument ist, Quicktime-Event ist, da brauchst du eigentlich. Pio! Pio, Pio! Pio, Pio! Du musst reden, wenn ich gerade nicht schieße. Pio, Pio, Pio! Ah, Pio! Pio, Pio! Oder ich rede einfach nicht, das ist, glaube ich, besser in der Situation. Pio, Pio! Pio, Pio! Du scheinst gerade sehr viel Spaß zu haben. Pio! Pio, Pio, Pio! Du musst es ja einfach witzig machen. Pio! Findest du das witzig? Es ist witziger, wenn du das Soundeffekt da reinmischst. Pio, 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 Pio! Oje. Pio, Pio! Oje. Dann bin ich nicht mehr der Werwolf, ich kann jetzt nicht mal mehr heulen. Oh je. Was mache ich eigentlich so für Geräusche? Knack! Wenn man drauf tritt, ja. Dann macht's knack. Okay, ich weiß nicht, welche Igel du kennst. Na, Igel mit Stacheln, wenn du drauf trittst, hast du sie im Fuß. Achso. Aber die Igel macht da nicht. Nein, das mache ich dann, wenn ich drauf getreten. Hm. So. Kommt doch an, wenn man schöne Stiefel trägt. Gut, wir wollen jetzt nicht näher ins Detail gehen, wie man am besten Igel zermanscht. Nein, das nicht. Aber Stiefel sind sehr hilfreich für sowas. Um Igel zu zermanschen? Nee, um allgemein nicht in Stacheln zu treten. Ah. Oder Nägel. Oder in Scherben. Ich hoffe jetzt gar nicht alleine. Ich habe mich schon gewundert, warum ich jede Taste zum Feuer benutzen kann. Das Luftschiff erinnert mich an das bei Baloo und seiner Tollkühne Crew. Ja, warte mal. Oh, wie hieß denn das? Irgendwas mit Falke. Der eiserne Falke? Kann sein, irgendwie so eine Art. Also Don Canali war auf jeden Fall der Dings. Egg Cauldron, der Eierkessel. Ah. Dreieck. Piu! 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 Ah, falsche Taste. Übrigens, ah. Der Bossfight ist nichts anderes als die Stage bisher. Was ich sagen wollte, ist halt, dass Quicktime-Events so super hörtlich sind, weil das, was im Hintergrund passiert, ist völlig egal. Du könntest auch über ein Musikvideo einfach zufällige Button-Prompts machen und mit dir selbst spielen. Du kannst dir selber solche Spiele bauen mit Quicktime-Events. Übrigens, das Level ist aber gar nicht so einfach. Ne? Guck mal, ich habe sogar eine Zeit, die ablaufen kann. Wow. Piu, piu. Aber die Zeit wird nie ablaufen, weil das Level auf Schienen ist und du nicht entscheidest, wie schnell du gehst. Du kannst es wahrscheinlich weder schneller noch langsamer machen, das Level. Hab ich übrigens schon Piu gesagt? Nein, das geht mir ziemlich sicher her. Piu, piu! Piu, piu! Stop! Piu, 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 piu! Oh mein Gott, stop! Danke. Piu, piu! Jetzt hörst du dich an wie der Werwolf. Ich glaube, dieses Spiel zermürbt mich selig. Ah! Okay, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Was denn? Noob! Lappen! Kill it! Ja, endlich! Piu, 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 piu. Boah! Und der Siegbund ist schon zum Greifen! Na, na, ist schon rückt! Boah, guck dir den dampfenden Anus an! Guck, weg ist er! Und er fährt einfach runter und zermanscht noch mehr von der Welt! Das ist schön! Hoffentlich! Sonic, du rücksichtsloser Bastard! Du hast meine Frau erschlagen! Mit dem Raumschiff! Good job! Good job! No need to sack me! I'm helping everywhere I can! Mit diesem alten Daumen, ja. Das war mal bei Family Guy so geil in der einen Folge, wo es dann hieß, wo Lois Präsident war und irgendwann dann zurückgetreten ist und dann, wie heißt denn der andere, der richtige Präsident? Ich komme nicht auf den Namen. Zumindest hat er dann einfach gesagt, er ist wieder Präsident. Und dann, ja, müssen sie nicht eigentlich irgendwie erst gewählt werden? Bumm, erschießt er ihn. So, und dann. Meinst du jetzt wirklich Präsident oder nicht Bürgermeister? Der Bürgermeister, meinst du? Adam West. Adam West, genau. Adam West erschießt dann den Typen und dann hat das irgendjemand gesehen? Ich hab's gesehen. Bam, erschießt dann den Typen. Hat's noch irgendwer gesehen? Meine Frau hat's gesehen! Super gut. Oh, da komme ich her. Ah, die Richtung ist falsch. Jetzt sagt dir Tails schon, welche Richtung du laufen musst. Dieser Bastard. Ja, Alter, als warum bist du eigentlich in einer rassistischen Darstellung von Italien plötzlich? Weil ich krabbeln kann. Oh yeah. Hör mal, sogar die Musik ist italienisch. Ich finde das super witzig. Vor allem, selbst beim Krabbeln ist er wenigstens doppelt so schnell.
als dieser blöde Werwolf. Sonic ist gut auf den Knien. Ah, ja, komm. Mach mal Rock hoch hier. Komm, los, Rock hoch. Rock hoch. Komm, du willst das doch auch. Nein. Ich kann es nicht weiter verstellen. Nein! Oh, du hast Mama traurig gemacht. Ausweichen! Nein. Ah, Kinder! Nein, nicht reden. Creeping on that booty. Okay, mit der kannst du reden. Oh yeah. That ass. Vor allem diese unnatürlichen Proportionen. Die Beine einfach mal dreimal so lang wie der Oberkörper. Birk dich, Schlampe. Hey, guck mal wirklich. Birk der dich. Oberkörper ist... Birk dich. Die Beine sind dreimal so lang wie der Oberkörper. Ich werde zu deinem Sklaven. Bitte. Bitte nimm mich mit nach Hause. Bitte. Ich tue alles. Bitte. Nur einmal im Duschen zu gucken. Warum? Sie dreht sich eigentlich immer um, wenn du vor sie gehst. Aber sie zuhört. Oder sie lässt es. Wie auch immer. Wow. Vor allem bringt das überhaupt irgendwas mit... Oh, jetzt das bringt wahrscheinlich rein. Überhaupt nichts mit irgendwem Nein. zu reden, außer irgendwelche rassistischen Personen. Was war das denn hier? Das sieht aus, als wäre sein Stuhl gelegt. Der hatte. Schnatz! Oh Gott, ja, der Schatz. Schnatz. Ja, ich da hinten ist was Blaues. Nee, sorry, ich bin gerade Brain AFK as fuck, weil einfach mal diese Kacke. Wow. Er kann keinen Doppelsprung, so ein Mist. Hui! Yeah. Pew. Guck mal, interessiert er seinem Buddy da was erzählt, ohne den Mund zu bewegen. Er sitzt da und zoomt einfach so. Das sieht eher so aus, als wenn er sich seine Kotze zurückhält. Übrigens sehr interessant, man kann bloß die Leute hauen. Komm schon, Sonic, wir müssen zum Professor, die Richtung ist falsch. Es ist sehr interessant, dass man wirklich bloß die hauen kann, die auch mit einem reden. Ja, die anderen sind einfach bloß Deko. Was ist denn ist jetzt? Ja. Wo will denn Tails hin? Na, zum Professor, ich muss jetzt an die Uni da rein. Guck mal, das Bier im Kühlschrank. War das Hasse, Leute? Was denn, bist du doof? Nee, geh doch mal richtig. Guck mal richtig. Das sieht aus wie Hasse von der Farben. Ja, könnte sein. Aber doch nicht in Italien. Sonst kenn ich das gar nicht. Musik, vielleicht haben sie die Texturen im deutschen Supermarkt geklaut. Hasse. Gut, wieder. Gehen wir mal zum Prof. Los, weiter. Ach, es speichert. Oh Mann, ey, das ist so weird, dass du einfach nur da stehst, während es speichert. Vor allem witzig ist, dass das Mic perfekt davor steht. Dass ich niemals sehe, wenn es lädt. Das ist richtig. Außer unser Mikrofon, unser dicker Dödel. Steht direkt davor. Warum hatten wir seit Neuestem eigentlich so braune Streifen? Also das Mikrofon. Wer hat braune Streifen? Das Mic. Wo sind denn braune Streifen? Genau hier oben, da wo man sich das einfüllen könnte. Ah, du machst schlechte Witze. Ich verstehe. Professor Gurke mitsamt seiner Lab. Warum soll ich mir einen Mic-Anal einfüllen? Bloß weil es eine phallische Form hat? Ja. Dafür habe ich Gurken. Warum ist es so schwarz? Was ist das, Mike? Nein, gerade eben, das Vieh war gerade eben so schwarz. Was hast du das gegen schwarz oder was ist? Nein, das hat mich bloß gewundert, warum es auch immer so dunkel war. Was soll das? Welches denn? Wow, er ist tot! Er ist tot! Gut gemacht, Sonic! Was ist passiert? Er hat geredet und dann. War das ein Witz? Nehmt ihr das jetzt einfach so hin? Lasst ihr das unkommentiert, dass der. Vielleicht haben sie den Geist nicht gesehen und ist halt bloß umgefallen. Und ich glaube, das ist für die einfach nur normal in dieser Welt. Wow. Die sind halt laut. Holy shit, Italien. Ich bin immer noch eher fasziniert davon, wie ruhig alle sind, obwohl die halbe Welt einfach mal zerballert ist.